Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich begrüße euch in meinem Outfit of the Day. Das ist ein sehr, sehr, sehr altes Top von H&M, was ich mal gekauft habe. Und eine Hose, die ich letztens in meiner Lokiro-Box drin hatte. Ja, die Frage aller Fragen, die sich heute so ergibt. Wo sind die Mainzelmännchen? Ich brauche jemanden, der meine Wäsche wegfaltet. Ja, wir schaffen das schon. Diese Woche steht ein Mega-Event bevor, weswegen ich mir gedacht habe, ich vlogge einfach die komplette Woche und nehme euch ein bisschen mit. Aufgrund von, es ist einfach warm geworden, habe ich ein kleines Outfit-Changing gemacht. Also im Prinzip habe ich nur meinen Dingsgedönsen ausgezogen und mir eine etwas luftigere Hose angezogen. Und jetzt sind Sammy und ich hier oben. Und erstmal habe ich hier die Wow-Box von Fressnapf, die wir zusammen auspacken. Da habe ich hier erstmal so ein Spieli. Das ist so ein Vogel. Sieht ziemlich witzig aus, finde ich. Tatsächlich, doch, den feiere ich. Und ich finde ihn, also der ist halt auch relativ robust, ne? Also die kommt alle paar Monate, ich glaube alle 2 Monate. Und man kann auswählen, für welche Hundegröße. Das ist jetzt für Hundegröße M scheinbar. Kauen und Zerren, ja, von Anyone. Finde ich immer, also ich finde, man hat hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Wow, das ist ein Spielzeug und zwar kann man, also für Hundegröße L, da kann man dann sehr wahrscheinlich irgendwie so Snacks reinmachen, genau. Und die kennt man, glaube ich, auch von Kong. Und das ist jetzt einfach mal viel, viel größer. Und das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Also das werden wir draußen mal verwenden. Kann Julius auch ganz gut greifen und werfen, ne? Der ist da mittlerweile ganz heiß hinterher. Der hat nämlich draußen auch so einen roten Quietscheball, den er immer ganz gerne wirft. Ja. Sammy ist aber eher so scharf auf die Leckerlis. Und da gucken wir doch mal, mein Freund. Oh, das ist ja praktisch. Hier haben wir nämlich auch direkt einen Napf drin für 1 Liter. Und das kannst du halt so für unterwegs ganz gut immer nehmen, ne? Dass man dann halt so einen Pop-up-Napf hat. Was heißt für unterwegs? Wenn wir bei der Familie sind oder so, ist das, glaube ich, ganz praktisch. Und jetzt im Sommer halt wegen Wasser ganz nice, denke ich mal. Sammy ist auch gerade ein bisschen warm, aber der hat hinter euch auch seinen Napf stehen. Also macht euch keine Sorgen. Wasser bekommt der junge Mann hier definitiv. Dann kommen wir jetzt mal so langsam zu den Leckerlis. Also, ich habe hier von Frigera Rabbit Soft Treats 85% Fleisch, 165 Gramm haben wir hier drin. Ne? So schaut das aus. Okay, die sind so in der Form von kleinen Knochen und die scheinen etwas weicher zu sein. Kann ich euch ja mal zeigen. So schauen die aus. Sowas mag Sammy, ne? Und ja, Julius geht in letzter Zeit auch ziemlich steil darauf, Sammy halt solche Sachen zu füttern. Und deswegen passt das meiner Meinung nach auch ganz gut. Das ist schön. Ne, Sammy? Da freust du dich. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir Whimsies Wellness. Sowas mag Sammy leider gar nicht. Free Sample steht hier drauf für Größe M, 12 bis 18 Kilo. Da ist Sammy ein bisschen drüber. Da ist eine so eine Zahnbürste drin, beziehungsweise so ein Kauding, was die halt wie so eine Zahnbürste verwenden können. Und die frisst Sammy halt nicht. Ne? Ich halte ihm die hin und er sagt, nö, gar keinen Bock drauf. Und sowas sammle ich dann und spende das. Oh, hier ist was drin, Sammy, da wirst du gleich richtig Spaß mit haben. Vorher gibt es aber erstmal von Real Nature Daily Bites Hühnerfilets. Ich glaube, die wird er auch sehr, sehr feiern. Die sehen auch echt gut aus. Ja, Sammy ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt, er braucht jetzt auch nicht so ultimativ krass harte Sachen haben zum Kauen oder so. Das muss nicht mehr sein, ne? Also da sollen wir mal realistisch bleiben. Und ich glaube, das hier wirst du mögen. Ja, so schaut das aus. Ich glaube, sowieso alle Sachen, die hier auch in der Box drin sind, sind jetzt auch irgendwie Getreide- und zuckerfrei oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Also hier steht auf jeden Fall auch getreidefrei drauf. Das ist halt auch immer Ewigkeiten haltbar, aber das hält bei uns nicht so lange, weil Sammy sich denkt, nom nom. Und Julius dann auch tatsächlich zu Sammys Leckerlis läuft und nom nom sagt. Das ist aufregend. Okay, sowas hatten wir schon mal. Premiere I Love My Dog Fun Snack Sandwiches. Ne? Sowas ist immer ganz cool. Das stelle ich mir tatsächlich auch ans Bett, dass Sammy dann so seinen Betthub voll bekommt. Sammy, heute darfst du alles probieren. Fast. So schauen die auf jeden Fall aus. Sind so dünne Streifen, ne? Und das mag der richtig gerne. Nom, 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 nom. Okay, das hier ist etwas Größeres. Das kriegt er dann eher so zum Ende. Das lege ich mal kurz zur Seite. Viele Leckerli-Sachen sind hier mit dabei. Das finde ich cool. Die hatten wir auch schon mal. Happy Dog Soft Snack Afrika Strauß haben wir hier drin. Das ist einmal diese Tüte hier, ja, zum Verwöhnen. Was soll's, ne? Was soll's. Falls ihr euch wundert, er hatte hier oben eine kleine Wunde. Das habt ihr, glaube ich, beim letzten Vlog auch gesehen. Ne? Die habe ich dann verarztet, sodass dann quasi ja, alles dann am Ende abrasiert wurde. Und jetzt wächst da Fell drüber. Nom nom.
Ich glaube, Mahlzeit. Nein? Hey du, ich lege es einfach hier vorne hin. Das ist ein kleines Herz. Das ist schon süß, ne? Aber die sind halt auch nicht so saftig oder so wie die anderen. Also das kann ich mir auch wohl vorstellen, dass er die anderen ein bisschen besser fand. Dann habe ich hier, oh, das ist auch cool, reich an Lachs, Adventuros Training, fettarm, ja gut, das ist jetzt relativ helle, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, von Purina, das dürfte ja von Nestle dann quasi sein, ne? Da sind hier so ganz weiche Leckerlis drin. Sammy, ist dir wohl warm? Ja, es ist wirklich warm geworden, ich sag's euch, Leute. Ich glaube, Sammy hat auch schon gesehen, was hier noch so drin ist, deswegen kann ich das nachvollziehen. Proteinriegel haben wir auch noch mit dabei, mit Lamm und Blaubeeren. Da sind 4 Riegel drin enthalten. Er scheint jetzt gerade nicht mehr so Bock darauf zu haben, deswegen legen wir das zur Seite. Hier sind noch Proben. Abtabil Chu, schnelle Entspannung, Gabe 30 Minuten. Ach so, wenn da halt, sowas ist auch immer ganz gut, ne? Das müssen wir dann mal gucken. Ist halt quasi zur Beruhigung. Jetzt hast du das Herz gegessen, sehr schön. Genau, wenn dann halt mal irgendwie geböllert wird oder so. Genau, Werbung ist ja auch noch mit am Start. Und hier ist von Real Nature. Ja, das kriegst du. Ein Rinderohr mit Fell. Also als Herrchen und Frauchen muss man halt auch ein bisschen ein dickeres Fell haben in der Hinsicht, finde ich. Also ich ernähre Sammy halt auch einfach relativ natürlich gerne, ne? Und kaufe sowas auch. Aber ganz ehrlich, mit Fell habe ich so ein Ohr noch nicht gekauft. Aber ich glaube, er wird damit jetzt heute hier und jetzt seine Freude haben. Das ist jetzt halt nur die Frage. Ich kann es auch gleich direkt aufschneiden, ne? Gerade blöd gerissen. Du riechst das schon. Ja, leck das Ohr ab. Nom, 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 nom. Willst du es haben? Ich will es nicht haben. Nom, für dich. Ja, für dich. Ich lege es hier einfach mal hier so hin, okay? Ja, sowas wird dann meistens erstmal so kategorisch angeleckt und dann irgendwann gegessen. Ja, das ist die Fressnapfbox jetzt gewesen von August, ne? Oder war das noch Juli? Ich weiß es gar nicht mehr, wann die ankam. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich gelungen. Ich persönlich mag ja einfach die Fressnapfbox und deswegen habe ich die auch irgendwann mal dann für Sammy abonniert, weil ich mir gedacht habe, Frauchen bekommt so viele Boxen, da muss Mr. Bau doch auch mal was abkriegen, wa? Was meinst du? Ah, der hat andere Hundewillen draußen. Ich habe jetzt noch ein Halara-Haul abgedreht und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal hier ein bisschen Klar Schiff machen. Habe mir dann auch überlegt, dass ich gleich noch ein paar Videos filme. Ja, das Ding musste direkt anbleiben. Ich liebe diesen Jumpsuit ja, ne? Und jetzt habe ich mir den auch noch mit so fluffigen Beinen gekauft und oh, richtig geil. Und ja, genau, deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen aufräumen. Mir unbedingt ein bisschen Wasser trinken, denn es ist wirklich trocken. Und ich habe das jetzt extra noch so in den letzten Momenten der Helligkeit von draußen gedreht, dass man halt die Farben auch richtig von Tageslicht aus sehen kann. Ne? Klar, ein bisschen künstliches Licht von der Seite. Ich habe jetzt erstmal so ungefähr 1 Liter Wasser gerade geäxt, weil ich hier richtig Durst hatte. Dann habe ich hier noch mein Körbchen, wo ich so ein paar Sachen von unten halt hier mit hochgebracht habe, die ich jetzt hier so verräumen werde. Ein paar Pinsel einsortieren. Dann war hier ein bisschen was in der Spülmaschine, was irgendwie nicht mehr so holographisch aussieht, wie es mal war. Der Strohhalm war mal nicht silber, der war mal so holo. Komisch. Haben wir den zu heiß gewaschen? Der sah nämlich mal so aus. Hä? Komisch, ja. Und dann habe ich mir noch so eine Liste erstellt mit Adventskalendersachen. Da hattet ihr auch nachgefragt, ob ich dazu vielleicht so eine Art Update machen könnte. Beziehungsweise ich habe euch gefragt, ob ihr Bock drauf hättet. Ihr habt ja gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich gleich noch drehen. Ein Haul kann ich mir vorstellen. Und ja, dann werde ich mich mit Shorts oder so wahrscheinlich fertig machen. Also, dass ich quasi Kurzfilme mache über was ich verwende, während ich mich fertig mache. Weil das dann wahrscheinlich auch nur so eher so kleinere Geschichten sein werden. Da muss ich mal gucken. Ja, ne? Ansonsten habe ich mir die Nägel jetzt auch schön rot lackiert, also die Fußnägel. Und ja, werde jetzt einfach mal hier oben so ein bisschen durchdrehen. Irgendwie macht meine Kamera Geräusche, das ist ja abgefahren. Ja, ich war fleißig, ne? Ich habe ein Try-and-Haul gedreht, ich habe ein Schminke gedreht, ich habe, ich glaube, 3 Shorts gedreht, ich habe ein Adventskalender-Update-Video gedreht und jetzt ist es 11:20 und ich glaube, ich sollte mal so langsam runtergehen und ja, kann da ein bisschen Chili-Milli machen. Und ja, genau, so ist der Plan. Ja. Ne? Dann habe ich mit ein paar Kolleginnen geschrieben. Oh, ich habe mich gerade so sehr für Sarah Isabel gefreut.
Also ich, ne, hatte das schon von ihr gelesen, als sie ihre Masterarbeit hier abgegeben hatte und jetzt hat sie das Resultat bekommen. Und ich bin so glücklich für sie, dass sie das Ganze jetzt hinter sich hat und da einfach einen Haken hintersetzen kann und sich jetzt einfach voll und ganz auf das konzentrieren kann, was sie liebt. Und es ist so schön. Das hat mich gerade so happy gemacht. Und ja, ansonsten schreiben wir gerade ganz viel wegen des Events, das jetzt ja dieses Jahr stattfindet. Also dieses Jahr, was rede ich hier? Diese Woche, Mann, ich bin ein bisschen verballert und genau, werde dann jetzt erstmal runtergehen, die ganzen Sachen dann verräumen und dann auch dementsprechend gleich noch wahrscheinlich eine Waschmaschine anstellen. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich anziehen soll auf dem Event. Das ist ja echt schwierig hier. Kurz aufgewachte Wahrheit des Lebens. Was ich euch auf jeden Fall auch noch sagen wollte, ich habe ab heute, wo ihr das Video seht, auch den Code Beauty Claudi für 20% Rabatt bei Dalton. Also schaut da super gerne mal vorbei. Und nächste Woche, also quasi ab Montag, dem 19., gibt es eine richtig coole Inspo für euch. Denn 7 Mädels haben sich zusammengetan. Die haben alle gleichzeitig einen Code bei Dalton. Und wir haben gesagt, dass jede von uns an einem Tag quasi ein bestimmtes Hauptbedürfnis bearbeitet. Also quasi ihre 5 Top-Favoriten vorstellt zu dem jeweiligen Hautproblem. Das wird einfach, glaube ich, eine richtig coole Woche für euch, die voller Informationen ist. Also schaut gerne auch bei den anderen Mädels vorbei. Heute Mittag gibt es was vom Vortag. Das ist so von HelloFresh ein Gericht. Das ist Fisch mit so einer mega leckeren Paprikasoße, die mein Freund gemacht hat. Dazu halt so Bohnen. Da standet ihr gerade eben drauf. Und das ist quasi mein Blick. Irgendwo liegt auch Mr. Wow, da hinten. Ein neuer Tag, ein heißer Tag und ja, das ist mein Outfit of the Day. Das ist tatsächlich Minimalismus pur, einfach ein wunderschönes Kleid von Halara. Ja, da ist also für mehr ist keine Kapazität, um das mal so zu sagen. Und ja, also ne, so werde ich jetzt in den Tag starten. Und ja, jetzt habe ich hier vor mir noch 4 Wäschekörbe stehen. Mal gucken, ob ich die heute noch gefaltet bekomme. Ich bezweifle es vielmehr, denn heute ist eigentlich eher so ein Drehtag.
Denn heute Nachmittag ist Julius bei seiner Oma und dann habe ich ein bisschen Zeit, um was zu drehen. Eben während ich im Badezimmer war, kamen dann auch ein paar Boten, DHL und Hermes an und da habe ich Adventskalender bekommen, die Lokiro-Box. Wahnsinn, Leute. Also es geht richtig, richtig ab und ja, Content, Content, Content. Vielleicht kann ich dann nämlich, wenn ich im Zug sitze nach Berlin, auch ein bisschen was schneiden oder so. Da muss ich mal gucken. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil da halt der Internetempfang nicht ganz so bombastisch ist. Ich möchte mich nachher ein bisschen schminken. Dann mache ich so eine Art Testlook, aber erstmal muss natürlich der Sonnenschutz ein bisschen einziehen. Das heißt, ich kann dann nachher erstmal Julius wegbringen und dann werden wir mal so ein kleines Testschminki zusammen machen für das Event. Ne, dass wir da einfach mal gucken. Ich habe auch schon eine Idee, was ich anziehen werde. Erst hatte ich gedacht, ich ziehe halt so ein richtig schönes, dunkles, dunkelblaues Kleid an und mache goldenen Schmuck dazu. Dann hatte ich ja gedacht, ihr habt das ja mitbekommen, ne, dass ich mir den Jumpsuit anziehe. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch so ein mega cooles Kleid habe, was ich mir auf Malaga, gekauft habe. Das ist nämlich wirklich blau und gold. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich habe da nur ein kleines Problem. Ich habe keine Ahnung, welchen BH ich darunter anziehen kann. Das wird dann wahrscheinlich ein Klebe-BH. Also eine sehr luftige Geschichte. Ich sehe ganz schön durchgenommen, genau, durch den Wind aus. Ja, weil Schatzis Auto hat aktuell eine nicht funktionierende Klimaanlage, was natürlich bei 28 Grad gerade super ist. Ja, ich habe jetzt kurz nochmal einen Abstecher zu Rossmann gemacht, denn der ist relativ in der Nähe von meiner Schwiegermama. Und da habe ich mir gedacht, da schaue ich mal, ob die Neuheiten da schon gegebenenfalls stehen. Ich finde übrigens, dass dieser Rossmann wunderschön ist. Also der ist richtig schön sortiert. Aber die LEs kommen meistens etwas später da rein. Naja, wir gucken mal. Yay, er ist da. Es ist nur ein kleiner Aufsteller, aber es ist ein Aufsteller und da kann ich mir ein bisschen mal was von mitnehmen, wa? Und ein kleiner Tipp für alle, die auch so auf Mochi stehen wie ich. Da gibt es beim Aldi dieses Mochi-Eis. Und ja, das lasse ich immer hier so ein bisschen antauen, ne? Und dann esse ich mir das gleich. Oh. Ich richtig Bock drauf. Hier stehen überall noch Reste rum vom Mittagessen und hast du nicht gesehen. Das nehmen wir immer zum Dosieren von Wasser übrigens. Nicht wundern, da liegt immer hier so eine Wasserspritze rum. Ansonsten gab es heute schon eine Birne und dies, das, Ananas, ne? Küche sieht aus wie Sau. Das ist normal irgendwie. Und Sammy legt sich auf die kühlen Fliesen und guckt Frauchen bei der Arbeit zu. Testlook steht schon mal und den habe ich auch mitgefilmt für meine Kanalmitglieder. Ja, die WhatsApp-Gruppe eskaliert hier gerade so ein ganz kleines bisschen. Denn ja, es sind schon tatsächlich auch einige in Berlin und manche reisen am Morgen an. Ich reise ja auch übermorgen an. Und ja, die liebe Alina schafft es wahrscheinlich nicht. Das ist echt, echt blöd. Also, ich werde jetzt gleich ein paar Unboxings drehen und dann gleich auch ein paar Adventskalender-Unboxings. Wir haben es jetzt 9 Uhr abends, so langsam kühlt es auch ein bisschen ab. Wir haben es jetzt 26 Grad. Ich habe das Fenster offen, ne? Wenn es hier mal so ein bisschen kühler ist. Entschuldigung. Das ist übrigens Nicole. Die eskaliert ein bisschen gerade. Boah, Leute, ey. Also eigentlich wollte ich jetzt noch einen Adventskalender mehr abdrehen, aber nachdem, den ich jetzt gerade ausgepackt habe, bin ich doch etwas emotional geworden, sodass ich einfach gerade nicht mehr noch mehr drehen kann. Also der Baldini Tauasis Adventskalender ist schon anders krass. Das ist wirklich ein toller Achtsamkeits-Adventskalender, den kann man sich definitiv mal angucken. Aber der geht echt unter die Haut, Leute. Jetzt werde ich hier gleich meine 7 Sachen packen und dann gehe ich runter. Genau, und dann, wie spät haben wir es denn? 11:30? Ja, dann werde ich jetzt gleich die ganzen Dateien, die sich hier auf dieser kleinen Speicherkarte befinden, in meinen Laptop reinmachen und dann irgendwann vielleicht auch mal duschen gehen oder so. Ne? Unten dürfte schon ungefähr alles am Schlafen sein. Sammy schläft hier neben mir, läuft. Ich bin heute Morgen aufgewacht und konnte mich kaum bewegen. Also mein Nacken killt mich total. Mein Freund hat eben auch schon so ein bisschen versucht, dagegen anzumassieren. Und ich habe auch schon 2 Ibus genommen. Yay. Koffer packen ist aber trotzdem für heute angesagt. Und ja, es ist gerade richtig krasses Gewitter und so. Also ich hoffe, dass morgen das Wetter in Berlin etwas schöner wird, sodass ich auch dieses wunderschöne Kleid tragen kann, was ich mir ausgesucht habe. Nehme ich ein Ersatzoutfit mit oder gehe ich aufs Ganze?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Für heute ist das ja auf jeden Fall mein Outfit. Ja, einfach eine kurze Sporthose, weil ich heute einfach mich viel bewegen werde. Dann ein lässiges T-Shirt dazu und ja, den habe ich mir übergeworfen, weil es eben ein bisschen frisch war. Werde ich jetzt aber gleich zum Kofferpacken wahrscheinlich ausziehen. Nö, so sehe ich aus. Gestern Abend habe ich auch schon, ja, ich sag mal so den schwersten Part des Kofferpackens gemacht. Also hier so meine Kosmetiktasche, ne, mit den Schminksachen, die ich gestern ja ausprobiert habe. Ein paar Pflegesachen habe ich mitgenommen. Das hier werde ich sicherlich morgen früh, übermorgen früh brauchen. Ein bisschen Medis habe ich eingepackt und ja, also das sind so die Sachen, die mitkommen. Julius Gießkanne steht hier noch rum. Das ist mein Abendoutfit für morgen mit Tapes, denn ich werde keinen BH tragen, sondern meine Hupis festkleben. Das wird auch nochmal spektakulär. Genau, und jetzt muss ich noch mein Reiseoutfit planen. Achso, das ist die Handtasche, die ich tragen werde, weil die ist halt blau. Da habe ich mir gedacht, das passt ganz gut. Und genau, mein Reiseoutfit brauche ich dann noch für den Anreise- und für den Abreisetag. Und dann war es das eigentlich schon. Und ich muss echt nochmal bei der Wetter-App gucken, wieso das Wetter wird. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, das ist sinnvoll. Also, das sind meine Schuhe, also ne, für An- und Abreise. Das sind meine Schuhe fürs Event. Dann habe ich hier mein Anreise-Outfit. Das ist dieser Jumpsuit von Halara, der unten halt zu ist. Ne? Dazu einfach ein Sport-BH, ganz entspannt, easy peasy. Dann ist das mein Abendoutfit. Das ist unglaublich. Ich werde an mir rumkleben. Die ziehe ich drunter, einfach weil die auch nochmal eine Tasche hat, was ich ganz praktisch finde. Babyphone bleibt hier. Eine Jacke, für wenn es dann doch vielleicht ein bisschen frischer wird. Schlafoutfit. Ich weiß nicht, warum ich so viele Socken mitnehmen möchte. Ich habe so ein Bedürfnis. Dann, ja, die Tasche und mein Abreiseoutfit ist halt recht ähnlich, ne? Nur, dass das halt quasi hier unten offen ist. Julius Schuhe und Schatzi Schuhe bleiben natürlich hier. Und da sind dann meine Kosmetika. Und ja, Ich glaube, ich hab's, Sammy. Was meinst du? Du möchtest einfach Frauchen beobachten, ne? Ja, gönn dir. Kein Thema. So, ich müsste jetzt eigentlich alles soweit im Koffer haben, außer Zahnbürste, meinem Handy, Kamera, die ich gerade in der Hand halte, Laptop und Kabel, Handyladekabel, Schminkspiegel, Ringen und Parfum. Das heißt, ich muss gleich nochmal gucken, welchen Duft ich so nehme. Tatsächlich habe ich eben noch einen Telefonanruf gehabt von Lua Maya und ja, da darf ich euch nämlich dann auch den Adventskalender vorstellen. Richtig, richtig, richtig cool. Ja, und da haben wir uns ausgetauscht über den Inhalt, über mögliche Verbesserungen und so weiter. Und dass die halt auch wirklich mein Video genommen haben, um ja auch dieses Jahr einen besseren Adventskalender rauszubringen. Und ich finde, das ist halt auch immer so ein bisschen das, was meine Videos verursachen sollen. Also, dass man halt quasi letztendlich einen Adventskalender rausbringt, der für alle Seiten fair ist. Also quasi für euch als Kunden oder für mich halt auch als Kunde, aber halt natürlich auch für die Firmen. Und das war schon sehr, sehr spannend. Also da habe ich mit einer wundervollen Dame gesprochen und ja, bin einfach sehr gespannt, wie das dann dieses Jahr umgesetzt wurde. Habe aber schon so ein paar Sneak Peeks bekommen und die 8 macht auf jeden Fall, dass sie kracht. Denn das war quasi das Kläppchen, was sie mir auch schon per WhatsApp zugeschickt hatte, um ja, mal reinschauen zu können. Genau. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen hier packen. Und dann ist eben noch eine Lookfantastic-Box gekommen. Die werde ich dann wahrscheinlich doch noch heute abfilmen. Ich wollte heute eigentlich nicht filmen, ne? Ich wollte heute versuchen, dann auch früh ins Bett zu gehen und so. Mal gucken, ob ich das schaffe, weil wenn ich morgen um 7 Uhr aufstehen möchte, dann wird das ganz, ganz, ganz heftig werden, weil diese Nacht werde ich sicherlich nicht ganz so viel schlafen. Mal gucken. Aber ein bisschen wollte ich noch was schneiden. Vielleicht, wenn ich dann ja heute das Video für die Lookfantastic-Box drehe, stelle ich das morgen online. Vielleicht mache ich das einfach ungeschminkt. Aber ich wollte ja eigentlich auch noch das Catrice-Sortiments-Update filmen, ne? Ich hab's nicht leicht, nein. Das ist einfach immer so schön, dass ich so viel zu tun habe. Also mir gefällt mein Job einfach richtig gut, ne? Kann man nicht anders sagen. Tja, jetzt den richtigen Duft zu finden, ist gar nicht so leicht. Im Prinzip möchte ich einen, der ja auch so ein bisschen ladylike ist, aber auch ein verspielter Duft. Dann möchte ich etwas, was vielleicht auch so ein Hauch aquatisch, aber nicht zu aquatisch ist. Welcher würde euch da spontan einfallen? Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also, ja, aber auch was Cooles irgendwie, ne? Nehme ich vielleicht diesen hier? Der ist halt auch mal besonders, ne? Also ich glaube nicht, dass jeder diesen Duft tragen wird. Und ich finde den hammergeil. Der Pink Gold von Ayat, die hält eigentlich auch ganz gut. Also die Frage ist halt, nehme ich dann so einen Duft, der eher so in die orientalische Richtung geht? Nehme ich eher so einen Klassiker, wie jetzt hier den Versace Dylan Purple?
Der ist zu blumig, glaube ich, für das, was ich in meinem Kopf habe. Ich meine, was natürlich immer geht, ist hier von Armani das My Way. Der könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Ich glaube, das ist so ein richtiger Duft, der da auch passend wäre. Aber vielleicht der in Kombination, muss ich mal gucken, mit dem Yum Pistachio von Kayali. Ich glaube, das wäre besonders, weil der gibt dem Ganzen hier nochmal so eine etwas andere Note. Ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Ich versuche es mal. Ich habe heute noch kein Parfum drauf. Wenn ich das so machen würde. Also theoretisch würde ich ja mehr Parfum tragen, ne? Ja, warum mache ich eigentlich so? Ich habe keine Ahnung. Und da drüber dann noch so ein bisschen hiervon. Ich glaube, da fühle ich mich wohl mit. Das riecht nach Sommer. Es ist es ist anders, aber es ist schön Duft, ne? Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja, mache ich mir da von beiden ein bisschen Abfüllung. Oh, ich glaube, das riecht richtig geil. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, das kommt gut. So, ich habe jetzt noch das Unboxing schnell gedreht und was ich jetzt gerade hier mache, ist, dass ich so ein bisschen das nächste Full-Face Beauty-Boxen vorbereite. Ich habe hier so eine kleine Liste und dann habe ich hier immer mein Körbchen, wo ich die Sachen drin aufbewahre, die ich interessant finde. Und ja, tatsächlich ist es jedes Mal halt so, dass ich erstmal mir die Produkte so hinlege, was gibt es überhaupt und dann irgendwie nach und nach entscheide, welche Produkte ich dann mit reinnehme. Wenn das jetzt so zum Beispiel, jetzt ein bisschen tief, ne? Genau hier, wie bei den Colourpop-Lidschattenpaletten ist, lasse ich das dann meistens durch das Los entscheiden. Aber ich gucke erstmal, welche Kategorien, welche Produkte. Klar, ich kann das hier auch einfach nachlesen, aber ich finde es schöner, wenn ich das halt so richtig sehe. Und genau, dann schaue ich auch immer, dass ich so viele unterschiedliche Boxen wie möglich dann ja auch vorstellen kann, um da halt auch irgendwie so eine Bandbreite halt auch mitzugeben. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut und ihr seid ja auch immer ziemlich happy drüber, wie ich das mache, glaube ich. Also so ist immer so das Feedback, ne? Dass man dann auch immer ein bisschen einen Einblick bekommt, ein bisschen was vorstellen kann. Super viele der Produkte, die jetzt in Boxen drin waren, habe ich natürlich auch schon irgendwie in meiner Sammlung drin gehabt, sodass ich da dann halt ja einfach nicht die neuen Produkte aufmachen muss, sondern das nehmen kann, was ich schon da habe. Zum Beispiel hier auch so ein NARS Liquid Blush und so. Das heißt, das, was ich dann in der Box drin hatte, wird verlost und das andere Produkt kann ich hier mit reinnehmen und euch da einfach auch so ein bisschen ja, umfassend eine Review zu geben. Ne? Und Kategorie, die ich nächstes Mal halt nicht erfüllen werde, wenn ich das drehe, ist Concealer. Ansonsten habe ich alle Kategorien quasi drin. Und darauf warte ich auch immer, ne? Dass ich halt bis auf ein, zwei Kategorien immer so ungefähr alles auch mit drin habe. Und das ist für mich dann immer so ein bisschen der Startschuss, dass ich mir das dann so zusammenlege und mir überlege, ja, was ich dann da für ein Fullface mit euch zusammen basteln kann. Und das macht mir richtig viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Das ist immer wieder ein Video, was ich mit sehr, sehr viel Aufwand, aber was ich halt auch sehr, sehr gerne drehe, ne? Genau, so läuft das hier. Wir haben es jetzt Punkt Mitternacht und ich kann nicht schlafen. Und ja, jetzt stelle ich mir auf jeden Fall diverse Wecker, damit ich bloß nicht verschlafe. Das wäre echt blöd. Ich möchte definitiv um 7 Uhr wach sein. Und dann hat mein Freund schon gesagt, der bringt mich zum Bahnhof. Ja, dann werde ich jetzt einfach noch ein bisschen brödeln. Das ist manchmal so. Ich mache mir noch mal so eine Schicht Topcoat über die Nägel drüber, damit es einfach besser hält. Suche mir auf diesem Handy mal einen Wecker. Ich habe keine Ahnung, das ist mein Arbeitshandy. Und werde dieses Handy dann auch woanders hinlegen, dass ich definitiv aufstehen muss, um den Wecker auszustellen. Ja, ansonsten werde ich versuchen, ein bisschen runterzukommen. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, dass ich ein paar Stunden Schlaf kriege. Aber vor solchen Events, ich bin immer so super nervös. Das ist echt immer so eine Sache bei mir. Ja, man freut sich, gleichzeitig weiß man nicht, wie es wird. Und immer wieder das Gleiche, ne? Dass man halt so ein bisschen Angst hat, dass irgendwas schief läuft. Sei es, dass es mit dem Zug nicht klappt oder sei es, dass ich irgendwie, dass irgendwas passiert. Dass ich mich irgendwie unwohl fühle, was eigentlich nicht sein kann, weil das sind so tolle Leute, ne? Aber das habe ich immer. Und ja, alles schläft hier gerade im Haus und ich bin hier noch am Wuseln und Brödeln.
Und drehen ein bisschen durch. Aber das kriegen wir hin. Na, das ist mal echt ein kunterbuntes Outfit, wa? Ja, aber ich habe mir jetzt nochmal einen Cardigan übergeschmissen, weil hier ist es gar nicht so warm. Und ich möchte aber trotzdem halt diesen Jumpsuit anhaben, weil der halt echt super bequem ist. Und ich hoffe für mein Outfit in Berlin, dass es da wärmer ist. Mal gucken. Ja, es ist überhaupt nicht meine Zeit. Was haben wir's? Ja, jetzt haben wir es 7:45. Ich habe mich jetzt fertig gemacht schon und werde jetzt meinen Freund gleich mal wecken, dass er mich dann zum Bahnhof bringt. Und dann hoffen wir mal, dass alles reibungslos funktioniert heute. Bis Hannover hat tatsächlich noch eine junge Lady neben mir geschlafen. Mit Decke. Und ja, jetzt habe ich mir noch ein paar Videos vorgenommen, die ich geschnitten habe. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen rendern, denn wir haben richtig dolle Verspätung. Aber die erste, die ich gleich am Hauptbahnhof treffen werde, ist die wundervolle Nicole von Chiquitas Place. Hier haben wir mein Hotelzimmer. Das ist die Nummer 414 im Sly Hotel. Und zack, das erste, was ich eben gemacht habe, war erstmal die Klimaanlage auszustellen. Da bin ich ja nicht so Fan von, ne? Und ja, ein wunderschönes Bett. Oh mein Gott, das sieht so gemütlich aus. Und hier haben wir eine wunderschöne petrolfarbene Wand. Das mag ich wirklich gerne leiden. Vor allem auch in Kombi mit dem Grau, ne? Das ist echt edel, sehr, sehr schick. Hier haben wir dann ein wirklich, also da habe ich ja gerade kurz mal gestaunt, ne? Ein wunderschönes Badezimmer, ne? Da gehe ich doch heute Abend gerne hier einmal duschen. Richtig, richtig geil. Also eine sehr schöne Dusche. Ich werde mir jetzt gleich mein Schminkkit schnappen, beziehungsweise erst ziehe ich mir was anderes an. Dann schnappe ich mir mein Schminkkit und dann gehe ich ins Zimmer gegenüber, denn da ist die wundervolle Kati. Und dann werden wir zusammen uns fertig machen, denn da kommen gleich um 3 alle Mädels auch hin. Und dann kommt hier so ein bisschen Farbe ins Gesicht und dann, ja, haben wir ein schönes Beisammensein. Ach so, und was ich hier auch noch gerade gesehen habe, ich habe hier auch noch ein paar Snacks von Rossmann hingestellt bekommen. Richtig, richtig cool. Also, ne, eine kleine Aufmerksamkeit, sagt man ja so cool. Hier, da haben wir dann Snacks drin und Getränke und noch ein bisschen Pflege, wenn man was zu Hause vielleicht vergessen hat. Augenpatches und so. Richtig, richtig süß. Und ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen mich akklimatisieren. Ich gucke raus. Ach, guck mal, ich habe ein Fenster zum Innenhof, glaube ich. Ja, sieht schön hier aus. Und dann werde ich mich gleich aufmachen. Ach, wir waren eben auch schon, habt ihr ja gesehen, ne? Richtig schön. Erstmal ein bisschen was essen, weil ich hatte echt Schmacht bis unter Arme. Ich hatte nur so einen Riegel gegessen und so, ne? Und ja, dann schmeiße ich mich jetzt mal in Schale, nimm eine schnelle Deodusche und dann geht's rüber. Hier haben wir jetzt mal mein Abendoutfit. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ja, ich habe meine Hoopies jetzt nicht getaped. Ich habe da einfach nur hier vorne was draufgeklebt, damit ich halt keine traurigen Otte habe, um das mal so zu sagen. Ansonsten glaube ich, dass ich mich wohlfühle, ne? Haare offen, schön geschminkt. Da haben wir uns eben zusammen geschminkt. Warum drehe ich nicht einfach die Kamera? Dann seht ihr den Look vielleicht ein bisschen besser. Das ist so witzig, denn Sarah, Isabel und ich hatten einfach direkt die gleiche Idee und sie auch mit einer Odens Eye Palette. Ja, bei der Geburt getrennt mit einer Zeitmaschine auch noch mit dabei, ne? Unglaublich. Und jetzt geht's los. Ah, ich bin so aufgeregt. Thank you.
ist jetzt, oder das Hauptevent ist jetzt quasi vorbei. Ich bin dann jetzt einmal kurz, oder wir sind alle gerade ins Hotel nochmal gegangen. Ich werde jetzt hier mal... So, ich sitze jetzt auf dem Boden. Ne? Es war ein sehr schönes Event, ein sehr kreatives Event. Also manche Stationen habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Das heißt, ich werde mir dann auf jeden Fall gleich nochmal das Video von Maxim angucken, um dann auch alles verstehen zu können. Ich habe eine fantastische Goodiebag mitbekommen. Habe ich die da hingestellt? Die steht da hinten hinter meiner Tasche. Und das heißt, wenn ich dann morgen zu Hause bin, kann ich direkt die Produkte auch schon ausprobieren. Ich freue mich richtig drauf, weil ich finde schon, dass er sich richtig viel auch bei der Kollektion überlegt hat. Und man kann wirklich fast ein Fullface Maxim Giacomo damit schminken. Und ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt. Also teilweise, die ich halt auch schon über Social Media kannte, ne? Aber auch ganz neue Leute. Und du merkst halt immer wieder auch bei solchen Events, wer eingeladen hat. Und das hat Maxim sehr gut ausgewählt, denn das waren halt alles Menschen. Es waren alles greifbare Charaktere, mit denen man ganz entspannt reden konnte, ohne jetzt irgendwie zu denken, dass diese Person einen vielleicht aufgrund von irgendwelchen Zahlen oder so vorverurteilen würde oder so. Das war super, super angenehm und wir werden jetzt gleich mit ein paar Mädels noch was zusammen unternehmen, weil es ist jetzt irgendwie 8 Uhr und was essen wäre auf jeden Fall mal eine ganz gute Sache. Und ja, einfach den Abend ganz entspannt ausklingen lassen. Es ist schön. Es ist schön, dass man hier mit so entspannten Leuten zusammen ist und dass man so eine schöne Zeit hier geschenkt bekommt. Und das macht mich sehr glücklich. Ich habe auch mit ein paar Ladies von Rossmann gesprochen und auch die ist super, super nett. Und es war einfach oder ist nach wie vor wieder eins von diesen Events, wo ich mich rundum wohlfühle und mich dann einfach frage, warum bin ich vorher so nervös gewesen? Warum habe ich irgendwie... weiß ich nicht, so eine Welle für mich persönlich geschoben, dass ich halt gedacht habe, Mensch, funktioniert das alles? Komme ich mit allem klar, mit allen klar und so, ne? Das bleibt halt oder ist halt nach wie vor noch so in meinem Kopf ein bisschen drin, weil nicht alles in meinem Leben ja auch immer schön war und ich mir halt auch sehr viel dann immer wieder, erarbeiten musste und so weiter. Und das ist einfach großartig, dass man hier diese Menschen halt trifft, die schon auch in vielerlei Hinsicht ähnlich wie man selber ticken. Also, das ist schon geil, ne? Genau. Ja, jetzt wird die Tasche hier wieder einsortiert, ein bisschen Tetris spielen. Die Pflege bleibt dann quasi oben drauf. Das hat mich eben so ein bisschen getriggert, als ich da bei Kathi im Zimmer saß und wir uns fertig gemacht haben. Und ich einfach nichts gefunden habe und ich die ganze Zeit meine Tasche auf links gedreht habe. Sowas kann ich ja gar nicht haben, ne? Ich brauche Ordnung. Alles muss eigentlich seinen Platz haben, aber das ist halt auf Reisen gar nicht so leicht. Naja, ja, jetzt werde ich, oder alle machen sich jetzt gerade so ein bisschen frisch, das alle so ein bisschen wieder, ne? Also ich werde gleich meine Haare durchkämmen. Ich habe gerade meine Schuhe ausgezogen. Und dann werden wir gleich einfach in gemütlicher Runde uns zusammensetzen und quatschen. Und das ist halt auch immer so eine Sache, man tauscht sich ja die ganze Zeit auch aus. Es ist ja... Networking, was man macht, es ist Arbeiten. Also warum ich das in Anführungsstriche setze, weiß ich gar nicht. Es ist Arbeit, aber auf eine andere Art und Weise. Und im Prinzip bin ich 24 Stunden hier in Berlin und versuche das Maximum rauszuholen und freue mich über jeden Moment, den ich hier erleben darf. Genau, so. Jetzt kommt hier noch ein bisschen gleich rein. Da muss aber heute Abend noch mein Schmuck rein. Das kommt alles oben auf. Wobei, das kann ich auch einfach schön im Badezimmer schon drapieren. Weil das liebe ich ja. Ne? Wenn ich dann so als kleiner Monk dann alle Tübchen und Tiegelchen griffbereit habe. Ja, ne? Mal gucken, ob ich gleich noch die Kamera anstelle oder ob wir da einfach für uns ein bisschen essen werden. Weil Hunger habe ich auch so ein bisschen. Wobei, es gab richtig leckere Sachen bei Maxim auf dem Event. Das muss man sagen. So ganz, ganz kleine, niedliche... Mini-Sachen. Richtig cool und super lecker. Mit einem Haps in dem Mund, das sage ich euch. Ihr seht's, ne? Das Abreise-Outfit ist sehr ähnlich zu dem Anreise-Outfit, nur dass ich unten halt alles ein bisschen fluffiger habe. Ich habe mich ein bisschen fresh gemacht und jetzt geht's gleich erstmal frühstücken. Und ja, Koffer sind schon gepackt. Das heißt, kann dann auch gleich direkt losgehen. Sind das nicht niedliche Hausschuhe hier gewesen? Es geht heimwärts. Ich bin jetzt hier vom Hauptbahnhof und es dauert noch ungefähr eine Stunde, bis mein Zug fährt. Und ja, dann werde ich mir gleich noch irgendwie einen Kaffee trinken oder so. Und dann geht's nach Hause zu meinen lieben Männern.
Ich bin hier jetzt auch einfach mal ganz eiskalt in den Rossmann gestöbert und sehe hier, dass die Little Mermaid Produkte stehen. Oh mein Gott, ich denke, das ein oder andere muss mit. So ein süßes Haarband. Und schaut mal, wen man hier so trifft. Einfach so steht hier die Corinne. Unglaublich, Leute. Genau, und dann stöbern wir jetzt mal gemeinsam durch den Rossmann. Ich habe gerade noch ein paar Brombeeren bei uns im Garten ernten können. Also da ist auch noch allerhand viel auf den Sträuchern drauf, aber die müssen erstmal noch reifen. Und was gibt es Schöneres, als die Früchte aus dem eigenen Garten ernten zu können? Ich finde es total großartig. Die schmecken auch gar nicht mehr so sauer wie am Anfang. Ach so, ja, heute Outfit of the Day. Einfach ein dunkelblaues Top und ein entspannter Rock. Ganz entspannt, es ist sehr, sehr warm. Und ich mache jetzt einfach hier gerade weiter, so ein bisschen das Full-Face-Beauty-Boxen vorzubereiten. Nachher werde ich aber noch das Schminki drehen für die neuen Produkte von Maxim. Da bin ich so gespannt drauf. Ich brauchte auch noch gestern Abend und heute Morgen so ein bisschen Zeit, um mich wieder zu akklimatisieren, um wieder so ein bisschen hier reinzufinden. Und nachher wollten wir nochmal zum Blumenladen bei uns fahren und da, oder bei der, also es ist halt ein riesiger Blumenladen, um da noch so ein bisschen zu stöbern, zu gucken, vielleicht einen Kaffee zu trinken. Und da ist auch so eine riesengroße Spielgeschichte, wo Julius dann spielen kann und so. Das ist auch echt cool gemacht. Ja. Das ist so der Samstag, ne? So, alle Utensilien liegen bereit und ich habe vergessen, eben zu vloggen, während wir unterwegs waren. Nun ja, Mr. Bau liegt hier jetzt auch schön bei mir. Da musste ich gerade so eine kleine Mini-OP machen, weil der quasi bei sich da unterm Hals so eine kleine Warze oder sowas hatte. Die ist aufgegangen. Das gleiche, was er quasi auch schon bei sich da am Auge hatte. Und ja, das habe ich dann so ein bisschen versorgt, sage ich mal. Aber naja, Sammy möchte ganz viel schmusen und deswegen ist er natürlich auch mit hochgekommen. Bevor ich jetzt aber gleich mit euch zusammen da ein Video drehen werde, wollte ich mir die Lockierungsbox mal angucken, weil die steht ja schon ein paar Tage hier und man hat immer irgendwie nur 5 Tage, um sich die Sachen auszusuchen. Ich habe jetzt heute auch so einen dunkelblauen BH drunter. Das heißt, man würde den sehen, wenn die Kleidungsstücke irgendwie durchsichtig sind. Hier vorne bei diesem Top von Only ist es auch so ein bisschen durchsichtig. Das heißt, man muss schon aufpassen, dass man da entweder so einen hautfarbenen BH drunter anzieht oder halt einen weißen oder sowas, dass es nicht ganz so doll auffällt. Aber ansonsten ist es wirklich ein schönes Top. Das ist ein gutes Kombinationstop. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so viele weiße Tops. Es hat auch eine schöne Länge und ich habe mir dieses Mal auch nur Oberteile und 2 Einteiler bestellt. Deswegen lasse ich jetzt einfach meinen Rock dazu an. Das würde ich auch jetzt nicht so zu so einem Rock oder so kombinieren, ne? Weil das dann, also es ist halt relativ weit und das würde, finde ich persönlich, einfach zu sackig dann aussehen. Aber an und für sich finde ich das ganz süß. Ne? Es hat nicht einen zu tiefen Ausschnitt. Man kann jetzt auch noch die Träger verstellen, wenn man möchte. Glaube ich? Ich glaube schon, ne? Oder? Kann man das nicht? Doch, da. Genau. Und ne, dass man da halt irgendwie noch ein bisschen mehr, ja, Spielraum hätte und wenn man möchte, halt das ein bisschen tiefer haben möchte oder so. Ich habe mich übrigens vertan. Das Top eben war von Maljoka, kostet aber auch 29,99. Das hier ist von Only. Ich kann noch nicht ganz reden. Und das finde ich sehr, sehr hübsch. Also das mag ich einfach. Ich mag Only einfach generell an mir. Ne? Das sitzt immer ziemlich gut. Und ich habe in beiden die Größe M, wenn ich das richtig sehe, genau. Gleich in dem Jumpsuit eine L. Also Oberteile generell habe ich in M wohl. Muss ich gleich mal gucken. Und ja, also das ist halt relativ cropped, ne? Das heißt, das könnte ich wirklich auch zu so einem Rock kombinieren. Also jetzt nicht zu der Farbe von Rock wahrscheinlich, weil das einfach zu weiß-weiß irgendwie mir persönlich wäre, ne? Aber ja, fühlt sich gut an. Ist halt auch nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Ich mag diese Ärmel, das finde ich echt süß. Ne? Ich mag auch diese hier hinten, diese Knoterei-Geschichte. Das muss man halt vielleicht nur ein bisschen enger machen. Aber ich finde, das sieht gut aus und das sieht auch sehr elegant, aber gleichzeitig sportlich aus. Ne? Sportlich durch die Streifchen und elegant durch die Ärmel. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich so ein Freunde-Werben-Freunde-Gedönsen. Das ist alle eine private Kiste. Ne? Also da habe ich jetzt nicht irgendwie eine Kooperation oder so. Und ja, kann euch das einfach nur ans Herz legen, wenn ihr da vorbeischauen möchtet, weil ihr müsst ja nichts kaufen, aber man kann sich das ja mal angucken. Ich finde, das ist einfach für eine kleine Inspiration immer ganz schön, weil manche dieser Teile hätte ich mir so wahrscheinlich nicht unbedingt selber gekauft. Noch so ein Teil für 29,99. Die Marke nennt sich Soja-Konzept. Keine Ahnung. Ich finde es richtig schön lang. Also das würde ich tatsächlich auch genauso tragen. Hier habe ich so einen Dreiviertelarm. Der Stoff fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Aber das ist auch doppelstoffig. Also du hast hier nicht nur eine Lage Stoff, sondern es sind 2. Und ich finde es sehr angenehm. Und irgendwer klingelt gerade.
Oh la la, das Kleid sitzt wirklich sehr, sehr schön. Kostet aber auch 74,99, ne? Ich meine, man bekommt auf alles 25% Rabatt, wenn man alles behält. Das heißt, es geht dann halt tatsächlich auch noch klar. Aber das ist schon, ja, nicht verkehrt, ne? YCOO ist die Marke, ich kenne das nicht, ne? Und wenn das jetzt hier noch irgendwie Taschen hätte, dann wäre das richtig geil. Ich finde, dass der Ausschnitt wunderschön ist. Du hast hinten auch noch verstellbare Träger. Das ist hier hinten auch sehr, sehr tief. Da muss man wirklich mit dem BH auch ein bisschen aufpassen. Ne? Aber ansonsten, ich finde, ich habe ja wirklich keine Riesenhupen oder so. Das macht ein sehr schönes Dekolleté. Selbst wenn man jetzt nicht so große Okolyten hat. Ne? Das finde ich wirklich angenehm. Und ich fühle mich damit sehr wohl. Das ist hier auch wirklich sehr gut geschnitten. Weil ansonsten hast du das oft, dass diese Naht, die hier unter der Brust ist, quasi zu hoch sitzt oder zu tief sitzt. Das heißt, es macht dir entweder so Hängehupis oder es macht dir so total verkürzte, komische. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Es fühlt sich extrem leicht an. Also das ist sehr angenehm. Wir haben auch ein langes Kleid. Das ist so ein Schlitz hier an der Seite. Und das hat hier, ich weiß nicht, ob ihr das von der Entfernung dann sehen könnt, ne? Das hat hier quasi nochmal so eine Naht. Das macht das Ganze irgendwie halt auch nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, angenehmer zu tragen, weil es weht dann wirklich nur der Stoff, der so kurz über dem Knie ist. Das heißt, es weht dir nicht zu sehr hoch. Hier habe ich sie endlich, ne? Meine Taschen. Das ist ein Jumpsuit und der kostet 44,99. Auch das ist nicht günstig. Ich mag die Farbe enorm gerne. Ich bin eigentlich gar kein Fan von diesem Trend, dass man quasi hier in der Mitte Knöpfe hat oder dass man quasi so ein durchgeknüpftes Kleid oder so hat. Das mag ich ja gar nicht an mir. Weil ich finde, das macht mich dann manchmal einfach noch ein paar Jährchen älter, ne? Aber hier finde ich es okay. Ich kann auch hier wieder die Träger verstellen, indem ich einfach die Knoten ein bisschen entspannter mache. Und ja, das ist halt wirklich so ein richtiger Jumpsuit für zu Hause oder für, wenn du mal eben kurz irgendwas machst, ne? Ja, also das ist jetzt so die Logiro-Bestellung gewesen. Fand ich jetzt dieses Mal nicht so optimal. Man kann ja selber immer einstellen, wie häufig man die Sachen so geliefert haben möchte, ne? Und ich glaube, ich habe alle 2 oder 3 Monate eingestellt. Ich glaube, 3 Monate ist da immer zwischen. Und genau, wenn ich jetzt halt alles behalte, zahle ich 144,96 € insgesamt für alle 5 Kleidungsstücke. Das geht halt noch, ne? Also ich finde das Kleid vor allem richtig, richtig geil. Also das safe. Ich finde den Look mit den neuen Produkten von der Kollektion so schön. Aber das ist so traurig. Ich muss gleich noch duschen. Das heißt, ich ja, muss mein Video noch schneiden dazu. Ich kann das gar nicht so sehr genießen. Ich finde, es ist so schön geworden. Abgesehen vom Blush, da bin ich nicht ganz so happy mit. Und der Highlighter ist mir ein bisschen zu grob, aber ansonsten ist es einfach wahnsinnig krass. Ich mach mal so, dann seht ihr auch ein bisschen das Chaos hinter mir. Und, hä, wo ist Sammy hin? Der hat sich ja vollkommen versteckt, ne? Da, in der Ecke, genau. Da liegt er und hat eben schon ein bisschen vor sich hingeschnarcht. Ich glaube, aus dem Winkel ist es ein bisschen einfacher für euch auch zu sehen, weil Licht dann auch kommt von oben. So sollte ich immer filmen, ne? Geht so. Also hier muss ich jetzt gleich erstmal mein kleines Chaos auf dem Tisch beseitigen. Habe jetzt eben auch noch ein kleines Video gefilmt, wo ich die Mascara aufgetragen habe. Denn das ist tatsächlich so. Wir brauchen von Maxim definitiv noch eine Mascara. Ist nicht leicht, aber ihr schafft das. Einen Eyeliner brauchen wir noch. Wir brauchen vielleicht einen Lip Liner. Das hätte ich mir auch echt gut vorstellen können. Augenbrauen-Farbprodukte, Augenbrauen-Fixierungsprodukte. Da vielleicht von Riva Loves Me das, was im Standardsortiment ist, einfach in die LE mit reinbringen. Gar kein Problem. Ne? Da hat er auch so ein Lieblingsprodukt, was ich persönlich übrigens auch sehr, sehr gut finde aus dem neuen Sortiment. Ja, das hatte ich letztens eben noch gesagt. Und wenn Augenbrauenprodukt, dann hinten dran vielleicht ein Spoolie oder ein Spoolie separat rausbringen. Das wäre auch ganz nice. Ja, sonst noch Wünsche, Claudi, ne? Ein Parfüm, das wäre auch ganz nett. Ob ich wohl gerade bis jetzt gerade 3.10 Uhr noch geschnitten habe? Ja, ich hoffe, dass das Video gut ankommt. Das ist immer so dieses kleine, hoffentlich wird's was, ne? Mal gucken. Ja, und jetzt werde ich das ist noch irgendwie, ich bin verpeilt. Ich werde noch gleich was kurz machen und dann gehe ich auch immer so langsam ins Bett. Sammy und ich müssen jetzt mal so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, seine Wunde hier mal ein bisschen verarzten, ne? Da hat er ja so ein bisschen was kaputt und das machen wir hier, genau da, wo er sich wohlfühlt, wo er sich hinlegen möchte. Und dann mache ich das mit ganz viel Ruhe und Entspannung und dann kriegen wir das hin. Das müssen wir 3-mal täglich machen, jetzt schon seit einer Weile. Und dann wird das alles wieder heile werden.
Nachdem ich dann gerade noch mal in Sonnencreme gebadet habe, habe ich mich in diesen Jumpsuit geschmissen. Und ja, das ist einer, den habe ich glaube, vor 2 Jahren oder so mal bei New Yorker gekauft. Und der ist im Schritt ein bisschen eng. Und ja, aber ich trage den halt super gerne. Der ist halt auch schon echt verwaschen mittlerweile. Aber egal, weil ich trage den gerade, wenn es so heiß ist wie heute, ständig. Ich finde es super angenehm und laufe dann einfach so durch die Gegend. Barfuß ist ja auch irgendwie gesund, ne? Und ja, genau, das ist mein ziemlich scharfes Sonntagsoutfit of the Day. Und jetzt gerade habe ich mir überlegt, dass ich euch morgen auch noch mitnehme. Also der Vlog wird heute nicht beendet werden, sondern morgen, weil morgen fahre ich mit meiner Mama nach Enschede, also oder Enschede, das ist in Holland. Und da löse ich dann quasi mein Geburtstagsgeschenk ein, dass wir da shoppen gehen. Oder Weihnachtsgeschenk, weiß ich gar nicht. Und ich freue mich schon wie Bolle drauf. Das machen wir jedes Jahr im Sommer, das ist super entspannt. Und dann machen wir einfach so einen kleinen Mädelstrip. Dann kann ich euch auch ein bisschen was von, ja, von Enschede zeigen. Ist schön da. Übrigens ein kleiner Hinweis, wenn ihr diese Profissimo-Flaschen habt, ne, zur Trinkmotivation, da hatte ich mir ja letztens eine gekauft. Packt die nicht in die Spülmaschine, die schrumpfen. Ich habe die jetzt mal hier bis hierhin voll gemacht, ne? Wenn ich das hier reinschütte, in dieses Messbecher-Dingenskirchen, ne? Die ist ungefähr um die Hälfte geschrumpft. Da passt nicht mal mehr ein halber Liter rein. Oh mein Gott. Ich habe gerade die 35.000 Abonnenten erreicht und ich freue mich. Ein Schnitzel und hat sich ja gerade ein bisschen mit Julius und Sammy durch die Gegend und wir freuen uns gemeinsam. Ihr seid so geil, Leute. Ihr seid einfach großartig und ich bin so happy. Ich muss aufpassen wegen Julius, der rennt hier gerade ein bisschen durch die Gegend, versucht Sammy hochzuheben. Mein Freund ist ja echt süß, ne? Der hat hier so ein bisschen neu Erde verteilt und eingesät und das ist ja eigentlich Sammys Buddelstelle. Wetten werden noch angenommen. Ob Sammy das akzeptieren wird oder wie lange es dauern wird, dass Sammy quasi sein Buddelzentrum wieder einnimmt. Outfit of the Day. Entspannte Birkenstocks, ein luftiger Rock, ein entspanntes Top, weil wenn man sich so umzieht, dann habe ich immer ganz gerne noch irgendwie was drunter, ne? Minimalistischer Schmuck. Ich habe gemerkt, dass mir an meinem Ringfinger, man sieht es gar nicht mehr, irgendwie auch ein Ring nicht mehr so wirklich passt. Ja, der Körper verändert sich im Laufe der Jahre, ne? Genau, Mama ist schon da. Und dann fahren wir jetzt mal nach Enschede. In der Zeit kann ich mich dann so ein bisschen eincremen. Also ich habe noch nicht meinen Körper mit Sonnencreme eingecremt und auch noch nicht mein Gesicht. Das kann ich gleich im Auto ganz entspannt machen. Ich freue mich. Das ist so schön. War das schön, Leute. War sehr, 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 sehr erfolgreich. Ich habe 6 BHs, glaube ich, gekauft. Wir waren auch im Kruidvat. Das ist, glaube ich, dort die Drogerie. Und da gab es, habe ich euch auch eben gezeigt, so schöne Theken. Und ein paar Produkte aus dem neuen Essenssortiment habe ich sogar gefunden. Irgendeins der Produkte, ich glaube, das von Rimmel hat 15,99 € gekostet. Das ist der Wahnsinn. Und
Jetzt bin ich wieder zu Hause und warte darauf, dass meine Männer wiederkommen. Also der Mr. Wow Sammy ist schon wieder zu Hause, beziehungsweise der war gar nicht weg. Und ja, mein Freund ist aber noch mit Julius unterwegs. Boah, mein Hirn ist einfach schon so weich gekocht von diesem mega warmen Tag und morgen soll es noch wärmer werden. Aber es ist Zeit für mich, den Vlog zu beenden. Ich werde jetzt gleich noch so ein bisschen meine Krallen schärfen, also quasi meine Nägel neu machen und einfach kürzen. Es muss einfach mal sein. Ich glaube, das ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie lange drauf. Sehr Maniko, ne? Das ist jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Wochen schon drauf. Und es ist jetzt natürlich mega rausgewachsen und so. Aber es hält halt richtig gut, weil ich mir halt tippmäßig, ne, dann einmal pro Woche quasi nochmal den Topcoat so drüber mache. Den kann man dann im Laufe der Zeit auch manchmal ablösen. Aber das ist nicht schlimm. Es hält einfach besser. Du hast nicht diese Haarluftzieher und so. Egal. Auf jeden Fall, werde ich jetzt noch ein bisschen manikürieren und dann wahrscheinlich noch ein bisschen an den Laptop gehen. Aber das ist für euch, glaube ich, relativ öde. Deswegen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, ihr hattet einen schönen Vlog mit mir zusammen, ein wundervolles Event mit mir zusammen erlebt. Also von den ganzen Erlebnissen zehre ich, glaube ich, noch richtig lange, auch wenn es nur 24 Stunden in Berlin war, aber es war so cool. Und jetzt laden halt nach und nach auch alle noch die ganzen Reels hoch und die ganzen Vlogs habe ich auch bei Sarah Isabel gesehen und die ganzen Kollektion-Reviews und so, ne? So cool. Und ich freue mich auch drauf, eure Looks zu sehen. Werde ich dann ja natürlich alle verlinkt bei Maxim oder bei Rossmann finden. Und ja, jetzt geht's erstmal an den Schreibtisch. Oder ich mache es hier draußen. Ich weiß es noch nicht. Geht eigentlich, ne? Und ja, dann hoffe ich, dass ich irgendwann auch mal duschen kann, denn ich klebe mittlerweile. Ja, das denkt ihr sicher auch gerade. Nom nom, die Fliegen landen schon auf mir. Nun, genau, paniert bin ich auch, denn ich habe eben noch ein bisschen mit Julius im Sandkasten gespielt und ihn auf links gedreht. Also nicht Julius, sondern den Sandkasten. Ich bin immer fürs Haken zuständig. Und ja, genau. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit mir und konntet einen kleinen Einblick in meinen Alltag bekommen. Ist natürlich nicht jedes Mal, dass man ein Event hat oder so, aber tatsächlich ist dieses Jahr noch einiges in Planung. Da seid ihr immer gerne mit dabei. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!